Zuerst müssen wir uns aus unseren inneren Gefängnissen befreien. Lernen wir, unsere eigene Realität zu kreieren. Hallo zusammen, ich begrüße euch zu unserem Online-Workshop von heute Abend. Das Thema ist spirituelle Gemeinschaft, spirituelle Community. Ich verfolge dieses Ziel eigentlich schon seit etwa 15 Jahren. Zuerst habe ich eine gesucht und habe aber keine gefunden. Da habe ich dann gemerkt, das gibt es noch gar nicht. Und wenn wir das möchten oder wenn ich das möchte, dann muss ich das selber kreieren. Und ich mache auch Workshops zu diesem Thema bei Wieshof, einer Gemeinschaft in Bayern, die einen alten Bauernhof gekauft haben. Da kommen auch immer wieder Leute, die sich entweder interessieren, weil sie gerne dort leben möchten, Mitglied werden möchten, oder auch, weil sie selber eine Gemeinschaft gründen möchten. Von dort kenne ich auch einige, sind vielleicht jetzt in den 2 Jahren etwa 100, 150 Leute gewesen, die teilgenommen haben an diesen Workshops. Und ich mache das auch in der Schweiz. Ich will das jetzt etwas forcieren. In der Schweiz mache ich jeden Monat einen Workshop, einfach weil ich auch inspiriert wurde von diesen Channelings, die ich die letzten 3-4 Wochen publiziert habe auf meiner Homepage. Die gehen dahin, die Zukunft von uns wird ein Leben in einer spirituellen Gemeinschaft sein. Und das hat mich natürlich dann sehr gefreut, weil ich ja das schon längere Zeit verfolge, dieses Ziel, aber auch gemerkt habe, es ist gar nicht so einfach. Es gibt gar nicht so viele Leute, die ihre Baustellen schon einigermaßen aufgeräumt haben oder zumindest schon im Blick haben, überhaupt wissen, dass sie Baustellen haben. Das ist mal vielleicht der erste Schritt und offen dafür sind, die anzuschauen und etwas daran zu arbeiten, da weiterzukommen, weil mit anderen Leuten, die sich dessen noch gar nicht bewusst sind oder die ein Problem damit haben und lieber wegschauen, lieber nichts damit machen, da glaube ich nicht, dass ich zusammenwohnen möchte, weil was ich da erlebt habe in diesen Gemeinschaften, die ich schon besucht habe, war im Allgemeinen nicht so erfreulich. Äußerlich gab es sehr interessante Projekte, sehr schöne Projekte auch, aber auf der zwischenmenschlichen Ebene habe ich eigentlich mehr oder weniger etwas Ähnliches erlebt, wie wir sonst schon kennen aus unserer Gesellschaft, im Leben, in den Firmen, beim Arbeiten, in der Schule oder auch in der Nachbarschaft. Es ist dann eine andere Ideologie, ein anderer Überbau, aber darunter eigentlich nicht viel anderes als das, was wir schon kennen. Das hat mich etwas enttäuscht und hat mich etwas frustriert. Und ich denke, wenn wir uns unser Paradies kreieren wollen, wenn wir den Himmel auf die Erde holen wollen, dann müssen wir uns eben darüber Gedanken machen, wie das gehen sollte, wie wir dazu kommen. Und das ist der Sinn dieses Workshops, uns darüber auszutauschen, was sind unsere Visionen, was sind unsere Ziele, was sind unsere Interessen, wie möchten wir das gerne haben, oder man kann auch das negativ formulieren, was möchte ich auf keinen Fall, was möchte ich nicht schon wieder, was kenne ich bereits gut und
das möchte ich dann lieber nicht mehr. Ich habe es so zusammengefasst: Wie sieht für mich eine spirituelle Gemeinschaft aus? Was sind die Voraussetzungen, damit eine Aufwärtsspirale entstehen kann? Was funktioniert und was funktioniert nicht? Hallo zusammen, ich begrüße euch zu unserer Kleingruppe und ich würde gerne zuerst der Maike das Wort geben. Maike, kannst du uns etwas erzählen über deine Vorstellungen von, was wäre für dich eine spirituelle Gemeinschaft? Ja, also für mich ist die Vorstellung, dass spirituelle Menschen, die gemeinsame Interessen haben, eben auch eine spirituelle Ausrichtung und die gleichen Interessen gemeinsam eine Gemeinschaft überhaupt zu gründen. Und das ist einfach auch, sage ich jetzt einmal, gewisse Regeln gibt, die einfach wichtig sind, miteinander zu besprechen oder auszumachen, weil es auch einfach eine gewisse Grundstruktur geben müsste und muss. Und dass dann eben, sage ich mal, das überhaupt funktionieren kann. Also Sachen wie Haushalt, so Sachen wie Gartenarbeit und so weiter. Wer ist wofür zuständig? Jeder sollte mal auch seine Wünsche einfach oder auch formulieren, dass man einfach diese ganzen Sachen und Themen sammelt, die sich jeder vorstellen kann und dann einfach zu schauen, passt das überhaupt für mich auch mit den Menschen, mit denen ich da zusammenkomme? Weil das ist einmal die Grundvoraussetzung, dass ich einfach auch vom Zwischenmenschlichen und von der Vorstellung, von den Interessen überhaupt Gleichgesinnte finde. Und dann eben an einer gewissen Grundstruktur gemeinsam arbeiten. Was soll das für ein Haus sein? Wo wollen wir leben? Und so weiter. Also das sind alles Themen, die muss man natürlich von vornherein dann auch klar haben für sich. Das wäre mal im Moment so spontan meine Vorstellung zur spirituellen Lebensgemeinschaft. Ja, du hast noch eine Minute. Vielleicht kannst du noch etwas zu den Voraussetzung, die es braucht für das Innenleben, zum Innenleben sorgen. Mir fällt da jetzt gerade so spontan irgendwie nichts ein, aber da gibt es sicherlich ganz viel. Aber ich bin jetzt gerade irgendwie so mit dem Äußeren beschäftigt, aber das hängt auch mit meiner persönlichen Situation zu tun, weil ich gerade selber dabei bin, etwas zu kreieren. Und deshalb mehr im Außen jetzt gerade bin. Ja, ich würde da ganz gerne jetzt einfach in Austausch gehen mit dem Thema. Okay, dann kommt die Feedbackrunde. Ich finde es sehr schön, dass du so konkret bist. Vielleicht gerade deswegen, weil ich in dem Bereich gar nicht so unterwegs bin. Deswegen finde ich das gerade ganz erfrischend und angenehm, dass du da relativ, ja, gute und konkrete Vorstellungen hast, die schon recht gut, sage ich mal, die Umsetzung und fast schon den Alltag betreffen von einer Gemeinschaft. Ja, das finde ich gut und hilfreich. Fand ich jetzt einen schönen Input. Dankeschön. Was ich einfach wichtig finde, ist, dass man sich vorher das überlegt, bevor man zusammenzieht. Und das machst du bezüglich der äußeren Welt vom Zusammenleben, Gartenarbeit, Haushalt und so weiter. Und das ist auch ganz wichtig. Und ich denke, es ist viel einfacher, wenn wir uns vorher schon kennenlernen, um das abzuklären, als zuerst zusammenwohnen und dann festzustellen, oh nein, das ist ja gar nicht so, wie ich eigentlich gerne hätte. Und die Innenwelt hängt eben mit der Außenwelt zusammen. Deshalb habe ich dich gefragt, wie du das siehst. Das würde mich noch interessieren, weil
das eben meiner Meinung nach genauso wichtig ist wie die Außenwelt. Was passiert in der Innenwelt? Wie viel Bewusstsein ist da schon da über die Innenwelt der Beteiligten? Weil damit hängt eben das Zwischenmenschliche sehr stark zusammen. Ja, das war mein Feedback. Gut, dann kommt die Evelyn mit ihren 3 Minuten. Ja, ich habe es vorhin im Feedback schon angedeutet. Ich bin an dem Thema noch gar nicht so nah dran, dass ich da in den Details bin. Und deswegen ist für mich persönlich auch gefühlt noch so eine große Kluft zwischen dem, was ich mir vorstelle und wie man da hinkommen könnte. Und das, was ich mir vorstelle, da spielen Dinge eine Rolle. Also erstmal spirituelle Gemeinschaft, klar, für mich. Ich würde das Wort spirituell fast durch Bewusstsein ersetzen. Also ich mag es einfach, wenn viel Bewusstheit und Bewusstsein da ist. Und das in Verbindung mit Qualitäten, wo mir eigentlich zuerst die Ehre einfällt. Ich finde es unheimlich schön, wenn Menschen sich gegenseitig ehren. Weil ich glaube, dass man damit auch ganz viel abfängt. Damit fängt man ganz viel zwischenmenschlichen Krimskrams und überflüssigen Mindfuck und Ego-Zeug und so fängt man damit ab. So denke ich jetzt gerade mal. Und ja, also genau, wenn Menschen eben viel Bewusstheit mitbringen und ja, sich auch dessen bewusst sind, dass nicht jeder perfekt ist und dass man Dinge nicht immer gleich persönlich nehmen muss und solche Dinge. Und ehrlich gesagt bin ich dann irgendwie so im Vertrauen, und das ist vielleicht auch ein bisschen naiv, dass sich der Rest von alleine ergibt, ja. Ich denke dann auch, ja, das wird schon, ja. Vermutlich ist das tatsächlich nicht ganz so. Ja, ich glaube, man darf dann irgendwann konkret werden und die Dinge auch wirklich irgendwie formen und konkretisieren und auch wirklich auf die Erde bringen. Aber wie gesagt, in dem Bereich bin ich nicht so unterwegs. Ich bin noch so bei dem ganz Großen, wo ich mir denke, was für Vibes will ich da haben? Wie will ich mich da fühlen? Ja, so in dem Bereich bin ich noch unterwegs. Und ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Habe ich noch? Oder ist meine Zeit gerade rum? Ja, du hast noch. Ja. Ja, erzähle uns etwas von deiner Vision, dein Ideal. Was ist für dich das Paradies? Ja, es ist ganz schwer in Worte zu fassen. Ich hatte zweimal schon so eine plötzliche Idee. Das hat mich getroffen wie so ein Schlag. Da war ich damit verbunden. Und das ist zum Niederknien schön. Also ich bin an den Tränen ausgebrochen. So schön ist das, weil ich mir das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich konnte es mir bis dahin nicht vorstellen und ich konnte es auch eigentlich mehr fühlen als beschreiben. Also schon unglaublich viel Freude, unheimlich viel Leichtigkeit, eigentlich ein relativ ekstatisches Sein ist es. Ich glaube sicherlich nicht, dass das ohne Wachstumspotenzial ist und ohne kleine Stolpersteine oder sowas, ja. Es kann aber natürlich sein, dass das noch eine ganze Ecke weit weg ist und dass man sich da halt hinackern muss. Ja, ich fürchte, also es wäre natürlich irgendwie schön, wenn man morgens so aufwacht und da ist es schon. Fände ich auch sehr cool, aber ich habe mich jetzt in den letzten paar Wochen so, glaube ich, an den Gedanken gewöhnt, dass wir das alles selber machen dürfen und uns da selber hinschaffen dürfen. Und das funktioniert halt dann. Also man kann es zuerst denken, aber irgendwann kommt ja dann die Aktion. Ja, so, und das ist vielleicht dann möglicherweise der Weg. Danke, Evelyn. Dann kommt die Feedback-Runde. Maike? Ja, also ich fand das jetzt irgendwie total spannend zu hören. So, was ist Spiritualität und ein anderes Wort zu nehmen, eben Bewusstheit, Bewusstsein. Das fand ich jetzt total schön, weil das ist ja wirklich eben die Bewusstheit darüber oder das Miteinander oder eben auch, wie du sagtest, das Wertschätzende, so habe ich das jetzt verstanden, dann ist schon ganz viel gegeben, weil der andere sich viel besser angenommen fühlt. Und das ist ja auch dieses respektvolle Miteinander eine ganz, ganz, ganz wichtige Ebene natürlich. Und auch so diese Vision zu haben, da war schon meine Vorstellung darüber da und das war wunderschön, es hat sich total klasse angefühlt.
das auch zu erträumen oder sich entwickeln zu lassen im Unterbewusstsein, so ist es bei mir jetzt irgendwie angekommen, ist ja auch eine ganz, ganz spannende Sache. Und vor allen Dingen eben, das ist so das, was ich fühle, was so im Innen einfach da ist. Und das ist, und das ist ein Anteil oder sind mehrere Anteile von mir, die irgendwie auch eben auf dieser bewussten Seite oder auf der seelischen Seite einfach schon da sind und die sich dann miteinander ergeben oder wie ein Puzzleteil zusammenfügen. Das Bild habe ich jetzt gerade, das ist sehr schön, weil das sehr viel innere Arbeit ist. Danke. Danke, Maike. Ja, mein Feedback ist jetzt interessant. Bei diesem Feedback erzählst du ganz viel von der Innenwelt. Weißt du, wegen der letzten Runde bei dir. Und das ist genau das, was ich eigentlich auch anstrebe. Und ich denke, das hängt eben zusammen. Wenn wir das in der Innenwelt entwickeln, dann können wir es auch in der Außenwelt besser entwickeln. Das, was du erwähnt hast mit, es wäre schön, wenn wir morgen aufwachen, und es ist schon so, aber das ist etwas Neues, das sehe ich auch so. Wir müssen es selber erarbeiten. Aber ich habe gemerkt, irgendwann sind wir am Punkt, also in meiner Entwicklung habe ich das gemerkt, irgendwann kam ich an den Punkt, wo es begann, Spaß zu machen, an mir selber zu arbeiten, mit anderen zusammen. Und deshalb stelle ich mir das gar nicht als ein Problem vor oder als harte Arbeit oder so, sondern eher so zusammen durch das Leben tanzen. Ich denke, das wird dann einfach immer besser, und das erlebe ich auch immer wieder mal an unseren Workshops oder in meinem Team, wenn wir über unsere Prozesse reden, über das, was gerade ansteht, wenn wir uns darüber austauschen oder uns bereichern mit unseren Erfahrungen. Das kann sehr, sehr nährend sein, weil dann eben viel mehr Liebe fließt, als wenn wir diskutieren, wer hat recht, ich weiß es besser und ich will mich jetzt durchsetzen und so weiter. Wenn wir in diesem Kampfmodus drin sind, da fließt eben keine Liebe oder wenig. Und deshalb ist es sehr entscheidend, wie unsere Innenwelt aussieht. Die hat viel Einfluss auf unsere Außenwelt. Aber ich denke, wir sind eigentlich zur Essenz gekommen, was wir gerne möchten. Und es ist vor allem eine Frage, die Frage ist vor allem, wie kommen wir dorthin? Das ist gar nicht so einfach. Weil das kann man nicht mit allen Menschen. Man muss sich die Richtigen suchen, zusammensuchen. Nicht alle sind an dem Punkt, dass sie die Möglichkeit haben, so eine Welt zu leben, dass wir uns gegenseitig achten und dass wir uns gegenseitig unterstützen. Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch wieder im Plenum und ich würde gerne denjenigen die Möglichkeit geben, etwas aus ihrer Kleingruppe zu erzählen, die jetzt nicht bei uns waren. Ich beginne mal bei der Margret. Vielleicht möchtest du etwas erzählen. Was denkst du? Ja, wir haben so rausgearbeitet, dass, dass so eine spirituelle Gemeinschaft so zwei Komponenten hat. Für mich auf jeden Fall. Das eine, der Nährboden, hat die Linda gesagt, ich fand das ein sehr schönes Wort. So eine, ich weiß nicht ganz genau, was sie damit meint, aber ich meine, das sind Werte, so eine gemeinsame, ich habe es genannt, eine gemeinsame Sprache sprechen. Und
die Prozessfähigkeit gehört da natürlich auch noch dazu. Und das andere ist aber schon auch persönliche Sympathie, persönliche Nähe. Ne? Also ich finde, das macht das Ganze dann schon noch viel, viel leichter, wenn man beides hat. Ja. Am allerbesten. Danke, Margret. Dann die Linda. Was möchtest du dazu sagen zu diesem Thema? Ja, ich kann ja gerne ergänzen. Wir waren in einer Gruppe. Also die Herausforderung ist es dann vielleicht manchmal, die passenden Menschen zu finden, je nachdem, wo man lebt, in welchem Kontext. Wie man auch immer, je nachdem, wie man da auch gelandet ist und sich jetzt die Frage stellt, wie finde ich denn diese Gemeinschaft, dann kann das schon mal eine Herausforderung sein. Aber wir sind auch uns da einig gewesen und ich glaube, das ist eben das Gefühl, warum man sich dann auch einig ist, die Bestätigung meine ich, dass man letzten Endes die Menschen findet, wenn man in die Herzverbindung geht. Also wenn man für sich klärt, was man will, da ein Bild vor Augen hat und dann sich auch auch auf den Prozess einlässt, die Menschen zu finden, die zu einem passen. Und dann hat man im besten Fall beides, die spirituelle Verbindung und die persönlichen Freunde sozusagen, die Menschen, die einem nahestehen. Ja, danke, Linda. Also vielleicht kann ich noch beifügen, wegen dem Nährboden. Ich sehe eigentlich das Spirituelle als Nährboden grundsätzlich. Und wir haben jetzt auch diese Herausforderung, eine Gemeinschaft ein bisschen besprochen, der Gerd und ich, eben das Thema Stärken und Schwächen und dass man eigentlich sich sowohl in seinen Stärken wie Schwächen verständnisvoll begegnet, dass es aber auch im Prozess des Zusammenwachsens immer wieder auch Momente, wo man sagt, jetzt wir konzentrieren uns mal auf das Gemeinsame, aber wir haben auch einen Bereich, den wir für uns behalten, dass wir uns da auch abgrenzen können und uns nicht überfordern oder eigentlich das dann missverstehen. Und von Anfang an sagt, die Gemeinschaft ist alles und das Individuelle ist nichts. Ich kann vielleicht noch ein bisschen was ergänzen. Und zwar ist mir aufgefallen, dass es wesentlich ist in so einer genannten Dream Team. Es fängt ja immer so ganz klein an, 2, 3, 4 Leute, die sich zu irgendwas treffen und sich dann entwickeln. Und die Entwicklungsbereitschaft ist aus meiner Sicht wesentlich, dass die alle mitbringen. Wir hatten das Thema Aufwärtsspirale und ich sehe das für mich so, wenn die Bereitschaft der Entwicklung bei jedem in einer gewissen Form gegeben ist, kann man sich wundervoll ergänzen und kann sich zur gewissen Zeit, wenn es mal dran ist, erinnern, warum man da ist, was man will, wo die Reise hingeht. Und damit kommt man dann aus meiner Sicht schon in den Flow, wenn jemand dabei ist, der eben dieses Bewusstsein der emotionalen Entwicklung, sage ich mal, also die Baustellen ausräumen, die wir alle so haben, noch nicht so das als notwendig erachtet, dann ist es wie so ein Treten auf der Stelle. Man kommt nicht so recht voran und hat oft die gleichen Situationen, die halt viel Energie kosten und immer so eine Art Stillstand oder nicht vorwärts kommen bedeuten. Also der Stillstand ist halt auf allen Ebenen, dann das emotional da und das aber auch in dem Bereich, wo man zusammenarbeitet. Ich finde, also für mich ist es wertvoll, wenn so eine Gemeinschaft auch einen Zweck hat. Also nicht, ich treffe mal jemanden, damit ich jemanden treffe. Ich will ja mit dieser Gemeinschaft irgendwas in die Welt bringen. Und das ist für mich der Grundsatz, die Spiritualität von oben nach unten ins Leben zu holen. Nicht das Abdrehen nach oben und dem Boden oder den Füßen zu verlieren, das beobachte ich ganz oft, sondern was kann ich denn hier tun und wie kann ich am besten Diener sein? Dankeschön. Danke, Gerd. Martin, willst du noch etwas sagen oder nicht? Ja, in unserer Gruppe gab es Übereinstimmung darüber, dass wir in Gemeinschaften auf
ja, zunächst verhandelbare Grundsätze uns einigen müssen, die dann aber auch einen Wert haben, nicht? Die dann für alle gleichbedeutend respektiert werden. Und ich habe gerade eben so überlegt, wenn das, ich sag mal, das geistig-spirituelle in Gemeinschaften harmoniert, dann gibt es Dinge, die braucht man denn auch nicht mehr ausdiskutieren, sondern die sind dann einfach für alle gleich. Und das schafft eine Basis, um dann vielleicht an Einzelbaustellen zu arbeiten, aber einen übergeordneten Konsens sollte es einfach von Anfang an geben in jeder Gemeinschaft, der, wo man sich drauf verlassen kann, nicht? So Basiswerte. Ja. Okay. Ja, danke Martin. Ich beobachte so, dass viele Gemeinschaftsprojekte den Fehler machen, dass sie primär auf das Äußere fokussiert sind, das Objekt oder wo auf dem Land oder Land kaufen, Häuser bauen und dann kaufen sie etwas oder renovieren etwas oder bauen etwas. Wenn sie fertig sind, merken sie, ja, mit denen möchte ich eigentlich gar nicht zusammenleben. Also mit anderen Worten, es braucht eben beides, das Kennenlernen auf der äußeren, aber auch auf der inneren Ebene. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns kennenlernen, bevor wir uns in große Projekte hineinstürzen und nicht einfach blind in ein Projekt hineinstürzen, ohne dass wir die anderen schon kennen. Ja, das ist auch etwas das Thema der zweiten Kleingruppe, die wir jetzt da machen. Wie gehe ich damit um? Was ist meine Praxis? Meine Pläne, meine Strategie? Habe ich schon ein Team? Kenne ich 2, 3 Leute oder vielleicht sogar mehr? Was brauche ich noch auf meiner materiellen Ebene, auf meiner sozialen Ebene und auf der zwischenmenschlichen Ebene? Der dritte Punkt der Kleingruppe ist, es gibt ja nicht nur die materielle, die soziale und die zwischenmenschliche Ebene, es gibt auch noch die geistige Ebene. Und dazu die Frage, welche Aufträge gebe ich meinen Freunden in der geistigen Welt? Zum Beispiel, um die richtigen Menschen zu finden, um die richtigen Plätze zu finden, um die richtige Gemeinschaft zu finden oder um mein Dreamteam bilden zu können, die Initiativgruppe, um selber eine Gemeinschaft zu gründen. Ich habe gemerkt, das ist sehr entscheidend, weil die haben den besseren Überblick und die können uns da weiterhelfen, dass wir die richtigen Menschen kennenlernen, dass die richtigen Menschen in unser Leben eintreten und so weiter. Hallo zusammen, ich begrüße euch zu unserer zweiten Kleingruppe, wo es ein bisschen konkreter wird. Also ich gebe mal dir zuerst deine 3 Minuten, Maike. Erzähle uns einfach mal zu diesen Fragen, die ich vorher aufgezählt habe. Meine Pläne, meine Strategie, mein Team, wenn schon jemand da ist, mit dem du darüber redest. Was brauchst du noch auf der materiellen, sozialen, auf der zwischenmenschlichen Ebene? Und was gibst du Aufträge an die geistige Welt, an deine Freunde in der geistigen Welt? Also deine 3 Minuten, Maike. Ja, also ich möchte gleich die letzte Frage beantworten. Ja, ich gebe Aufträge an die geistige Welt. Meine Wünsche und Vorstellungen sind noch nicht so konkret, merke ich selbst, weil ich noch ein bisschen, wie soll ich sagen, in der Vorbereitungszeit bin.
wie soll, ja, es ist einfach noch so die Schritte dahin. Also ich kann mir jetzt Vorstellungen machen und ich müsste es auch noch viel konkreter machen für mich. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ich natürlich auch das Positive anziehen möchte und auch die richtigen Menschen dafür, mit denen ich zusammenkommen möchte. Das wäre mir ganz wichtig. Das sind so Sachen, die würde ich jetzt an die geistige Welt auch wirklich bitten abzugeben, dass einfach die Fügung einfach so hervorragend passt, dass diese Menschen wirklich zu mir und ich zu ihnen passe. Ja. Dann natürlich, wo soll das Ganze sein? Auch das müsste ganz konkret in der Vorstellung da sein. Und ich würde sogar so machen, dass ich das entweder aufschreibe oder male zum Beispiel, weil dann wird sich das noch besser manifestieren natürlich, umso besser und gezielter ich das mache. Ja. Und das sind alles so Sachen, da muss man sich natürlich darüber im Klaren sein oder ich mir darüber im Klaren sein, was will ich dann wirklich leben und wie will ich das wirklich leben, an welchem Ort und mit welchen Menschen und wie kann ich mir das miteinander dann auch vorstellen, wie soll das aussehen? Eben, und da ist es ganz wichtig, dieses Konkrete wirklich klar zu haben. Umso füllender, umso konkreter, umso gezielter wird das Ganze auch angegangen. Und ich glaube, dass es sogar in der jetzigen Energiequalität auch in einer enormen Geschwindigkeit gehen wird und sich sicherlich dann auch so fügen wird. Aber eben, diese Formulierung und die Vorstellung darüber ist einfach total entscheidend. Ja, danke. Danke, Maike. Jetzt kommt die Feedback-Runde. Thomas, willst du mal anfangen mit deinem Feedback? Leider ist es so, dass ich wieder irgendwie technische Probleme habe. Ja. Ich habe jetzt vom Laptop aufs Smartphone gewechselt. Ich hoffe, dass das einigermaßen durchhält. Leider ist es so, ich habe jetzt nicht alles gehört von der Maike. Was ich gehört habe, ist eigentlich für mich eine ganz wichtige Sache, eine ganz wichtige Frage, die muss man sich immer wieder jeden Tag stellen. Die heißt dann wirklich, was will ich wirklich? Ja? Weil ich kann mir alle schöne Sachen kreieren und alle schöne Sachen im Universum bestellen, aber die Frage ist, was will ich wirklich, wenn ich es dann habe und ich wollte das nicht, dann habe ich vielleicht ein Problem. Ja? Und darum würde ich sagen, jawohl, so ein Miteinander beginnt bei mir selber mit der Frage, was will ich wirklich? Das finde ich, wie das du so geschildert hast, für mich auch völlig übereinstimmen. Das ist schon essentiell auch, ja. Das war danke. Leider nicht zu viel gehört, tut mir leid. Ja, danke, Thomas. Ja, mein Feedback. Ja, ich habe gehört, du bist vor allem in der Frage, für dich selber, was willst du genau und willst diese Fragen genau stellen und arbeitest da, machst das auch, um mit der geistigen Welt gut zusammenarbeiten zu können, weil du anscheinend auch schon weißt, dass wir uns unsere Realität selber kreieren. Das finde ich schon mal sehr gut und ich bin sehr gespannt, was dann bei dir dabei rauskommt. Das würde mich dann interessieren. Komme ich dann mal darauf zurück, zu einem späteren Zeitpunkt, wenn du da ein bisschen weiter bist. Da tausche ich mich sehr gerne aus, weil ich mir da schon viel Gedanken dazu gemacht habe. Ja, dann kommt der Thomas mit seinen 3 Minuten. Ja, also das sind natürlich ganz wichtige Punkte. Was ist mein Plan? Was ist meine Strategie? Was ist mein Ziel? Was braucht's? Also ganz klar, für mich ist auch, mein Ziel ist einfach, ich würde mich nicht in eine Gemeinschaft stürzen, die spirituell auch nicht gefestigt ist, weil mir ganz klar ist, eine Gemeinschaft, die braucht einfach geistige Inhalte, die braucht spirituelle Inhalte, wie du das vorhin auch schon formuliert hast, lieber Markus. Ohne das geht's nicht, weil ich kann mich nicht an materielle Werte aufhalten. Das funktioniert nicht, wenn es das primäre Ziel der Gemeinschaft ist. Und insofern ist für mich eigentlich das Ziel eigentlich, die spirituellen Inhalte, die geistigen Inhalte vorerst zu schaffen, um dann die richtigen Menschen zu finden, mit denen man möglicherweise eine Gemeinschaft gründen kann. Das heißt nicht, dass es dann mit denen funktioniert, aber das ist wenigstens mal eine gute Basis, auf die man aufbauen kann.
wenn ich auf eine Immobilie aufbaue oder auf sonst irgendetwas oder auf ein Dorf, das ich bauen will, das funktioniert alles nicht, glaube ich. Ja. Und insofern würde ich sagen, was braucht es? Es braucht spirituelle Inhalte, Geistigkeit, geistige Themen, die man zusammen bewegen kann. Und dann, wenn ich das habe, dann würde ich mich auch trauen, bei der geistigen Welt was zu bestellen oder halt ja, da weiterzugehen. Vorher hätte ich gar keinen Mut, vielleicht einen falschen Wunsch auszusprechen. Ja. Auch die falschen Wünsche kommen. Ja, eben. Danke, danke Thomas. Dann kommt die Feedback-Runde. Maike? Ja, also ich fand das sehr schön, eben die Absicht, die dahinter steht, ja, welche Menschen, mit wem will ich zusammenkommen und dann natürlich auch, ich habe es irgendwie so verstanden, ja, Materialismus ist nicht mehr wichtig, das wird auch immer weniger wichtig. Und eben die Gemeinschaft zählt und diese steht dann im Vordergrund mit ihren Themen und den Ansätzen der Spiritualität und so weiter. Und es darf dann auch einfach sein, sage ich jetzt einmal, ja, in meinen Worten, dass es auch dann Fehler geben kann oder sogar geben muss, dass man voneinander ja lernt und ja immer der Spiegel auch für den anderen ist. Und ich glaube, das ist einfach sehr was ganz Wichtiges und auch, dass da die Bereitschaft einfach der Einzelnen auch wirklich gegeben ist. Weil natürlich gibt es Konflikte und natürlich geht es auch darum, die miteinander auszutragen. Die Frage ist dann immer, ja, wie schaffen wir das, dass wir trotzdem in einer guten Gemeinschaft bleiben? Und ja, und insofern, ja. Mhm. Danke, Maike. Dann mein Feedback. Ja, das sehe ich auch so. Wir müssen uns zuerst sehr gut kennenlernen und unsere Spiritualität ist ja quasi unser Weltbild. Unser Weltbild hängt damit zusammen und das Äußere kommt als zweiter Schritt oder im Nachhinein ist sekundär. Wir müssen die richtige Reihenfolge wählen, das sehe ich auch so. Aber was mir noch gefehlt hat bei deinen drei Minuten, was du erzählt hast, ist, wie unterscheidest du das? Was ist für dich dann eine Spiritualität, wo du dich wohlfühlst und was nicht? Es gibt ja bei der Spiritualität ist es so ähnlich wie bei der Politik. Da gibt es auch tausend verschiedene und da unterscheiden zu können und das so formulieren zu können, dass wir voneinander wissen, was wir meinen und herauszufinden, ist das alles nur sind das alles nur schöne Worte oder lebt der Mensch das auch, der das erzählt? Das würde mich noch interessieren. Wie können wir dem auf den Grund kommen? Wie können wir das rausfinden? Danke. Dann komme ich mit meinen drei Minuten. Ich mache da gleich weiter. Ich bin zum Schluss gekommen, es braucht immer einen Wechsel zwischen Theorie und Praxis, weil ich ja da jetzt in der Zwischenzeit so quasi eine Anlaufstelle geworden bin für Gemeinschaftsinteressierte. Da weiß ich auch, die meisten erzählen mir das Blaue vom Himmel und ob sie dann das auch leben in der Praxis, das weiß ich aber noch nicht. Deshalb ist es mir ganz wichtig, dass wir dann zusammen auch etwas machen. Das kann sein, zusammen kochen oder zusammen Ausflüge machen, zusammen eine Wanderung machen oder eine Fahrradtour oder zusammen einem Bauern helfen, zusammen in einem Gemeinschaftsgarten arbeiten, irgendetwas.
Es geht vor allem darum, dass wir etwas tun, weil dann sehen wir viel mehr in der Praxis, stimmt Theorie und Praxis überein. Ich gehe so nach dem Grundsatz, an den Taten werdet ihr sie erkennen oder an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Also das finde ich einen wichtigen Punkt. Und für mich habe ich so einen Stufenplan zusammengestellt. Es braucht eine neue Gesprächskultur. Wir müssen eine neue Kommunikation entwickeln, wegkommen von dem Diskutieren, uns mehr auf eine gute Art austauschen und nicht so im Konkurrenzmodus, im Kampfmodus, wer hat recht, wer weiß es besser. Wir brauchen auch eine neue Beziehungskultur. Wir brauchen auch die Fähigkeit, unsere Konflikte konstruktiv bewältigen zu können, haben wir auch nicht gelernt. Die meisten kennen eigentlich nur das Hickhack und auch sehr destruktive Konfliktbewältigungsstrategien. Und das wiederum hängt mit der vierten Stufe zusammen, Teamfähigkeit. Ich habe festgestellt, viele Pioniere, die ich kennenlernen darf, die sind nicht unbedingt Teammenschen, die sind eher Einzelkämpfer, weil sie sich schon oft die Finger verbrannt haben und jetzt sich denken, ja, ich mache lieber mein Ding, ich koche lieber mein eigenes Süppchen, weil das ist ja gefährlich. Sie wurden vielleicht schon über den Tisch gezogen, wenn sie zusammen eine Firma gegründet haben. Und das ist aber eine Grundvoraussetzung, dass wir unsere Teamfähigkeit ausbauen und trainieren. Weil wenn wir zusammen leben, müssen wir das können. Und nur Theorie darüber, es wäre schön, wenn, das reicht eben nicht. Wir müssen es auch können. Wissen und Können sind zwei verschiedene Paar Schuhe und es ist ganz wichtig, dass wir auch unser Können entwickeln. Ja, also das waren meine 3 Minuten. Jetzt kommt die Feedbackrunde. Maike? Hört ihr mich? Ja. Gut. Ja, ja, ich muss sagen, ich merke einfach bei dir, Markus, dass du da schon sehr viel Erfahrung hast und auch aus diesen natürlich sprechen kannst, was es heißt, eben die Gemeinschaft, die Menschen kennenzulernen, gemeinsam Ausflüge zu unternehmen, um sich überhaupt erst einmal kennenzulernen und auch in den Austausch zu gehen, was die Vorstellungen der anderen sind, wie sie diese Gemeinschaft leben möchten und das eben auf der Herzebene mehr sein, in der Spiritualität mehr sein und nicht mehr in diesem Konkurrenzdenken oder diesem Ego-Verhafteten, dass das dann einfach, ja, diese Dinge einfach nicht wichtig sind. Und ich glaube tatsächlich, es kann auch nur so gehen. Sonst wird das wirklich sehr schwierig werden. Und wir sind ja jetzt wirklich an einem Punkt angelangt, wo wir hoffentlich dazulernen und wo es wirklich hoffentlich in diese Richtung geht. Aber ich glaube, wir können es wirklich so manifestieren. Danke, Maike. Dann kommt der Thomas mit seinem Feedback. Du hast jetzt in deiner 3 Minuten sehr gut herausgearbeitet, das Thema Theorie und Praxis, wie gut passt Theorie und Praxis eigentlich zusammen. Ich finde ein ganz wichtiger Aspekt. Und wir haben heute Nachmittag ja schon kurz telefoniert und da war ja eigentlich auch so dieses magische Wort, dieses Tun mit den 3 Buchstaben. Ohne das geht es halt nicht. Und ein Weg davon kann sein, dass man zusammen was unternimmt. Finde ich sehr gut, wie du das dargestellt hast.
Und ich stimme mit dir überein, es braucht eine Gesprächskultur, es braucht eine Beziehungsstruktur, es braucht eine Konfliktstrategie. Das alles muss vorab erarbeitet so sein, damit das wirklich gut da funktionieren kann. Ja, das hat mir sehr gut gefallen. Danke, Thomas. Hallo zusammen. Wir sind wieder zurück im Plenum und ich würde gerne jetzt denjenigen das Wort geben, die jetzt nicht in unserer Gruppe waren, die etwas erzählen möchten von ihrer Gruppe. Ich fange mal an beim Martin. Okay, ja, wir waren nur zu zweit, ne? Der Wolfgang und ich haben uns gegenseitig so ein bisschen kennengelernt, was wir so vorhaben und machen und wie wir leben. Und sind vielleicht gar nicht so sehr an unserem heutigen Kernthema geblieben, sondern haben mehr so die Infrastruktur beobachtet und ja, zumindest zum Schluss und zu Anfang war eben die Frage auch, wie kann man entweder in eine bestehende Gemeinschaft sich einfügen oder kennenlernen, nicht? Da ist uns das Thema mit dem Novizen kam da gerade so passend, nicht? Dass man einfach mal Dinge ausprobiert. Und problematisch wird es natürlich, wenn es noch keine Gemeinschaft gibt, also wenn die sich ganz neu zusammenfinden. Ja, da muss man halt ähnliche Veranstaltungen dieser Gemeinschaftsfindung vielleicht vorwegschalten, nicht? Irgendwelche, also einfach Zeit miteinander verbringen, irgendwo irgendwas machen und dann gucken, wo sind die jeweiligen Grenzen und wie weit kann ich mich auf andere Leute verlassen oder auch nicht verlassen, weil sie da ihre Grenzen haben, nicht? Also Grenzen kennen. Ja. Ja. Danke, Martin. Urs, machst du mal weiter? Ich habe von dem Trim hier im Berner Oberland berichtet, dass sich gestern wieder getroffen hat. Vier Leute, eine, die Heidi, war auch schon mal hier im Workshop. Und der Anlass, der uns zusammengeführt hat vor fast einem Jahr, war eigentlich unsere Befindlichkeit in der Corona-Zeit. Und es war für uns einfach schon ein Bedürfnis und eine wohltuend, sich auszutauschen, wie fühlt man sich und was empfindet man als schief, wie kann man sich da erstens im Weltbild zurechtfinden oder auch in praktischen Gesichtspunkten. Und dass es wohl, also dass wir das schon merken, dass wenn man aufeinander eingeht, dann fasst man dann das Vertrauen auch dann konkret dann zu besprechen, wie betreiben wir Vorsorge, wollen wir etwas anpflanzen, wie sichern wir uns unsere Sparte? Ganz praktische Fragen, aber das hat eigentlich keinen Sinn, das abstrakt da Lösungen zu suchen, wenn man sich eben noch nicht eine Vertrauensbasis auf Herzensebene geschaffen hat. Danke, Urs. Dann kommt der Gerd. Mensch, Linda, das hast du Sachen ins Leben gebracht hier. Das wollte ich auch fast sagen, ich bin müde, fällt nichts mehr ein, aber mir fällt immer was ein. Ja, ich muss mal ganz kurz gucken. Ja, wir hatten es schon angedeutet, Gemeinschaft hat immer was, irgendwas mit Kreieren zu tun für mich. Und wenn wir uns zusammenfinden, dann hat das ja einen Grund. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Menschen zusammenfinden, weil sie jetzt sagen, wir sind nicht mal spirituell. Wir machen einen spirituellen Zirkel auf oder sowas. Das wird es bestimmt geben, aber aus meiner Sicht ist immer, ich weiß nicht, das Kreieren, ob man Instrumente spielt, ob man singt, ob man irgendwas anderes macht, gärtnert oder so. Das ist alles sehr wertvoll und dort lässt sich die Spiritualität in der Gemeinschaft wundervoll leben und erleben. Und vor allem entwickeln. Ich hatte es auch so gesagt, es ist oft der Punkt, jemanden zu haben, der mich, wen auch immer, aus dem Ego herausführt in Situationen hinein ins große Ganze. Ich meine das so, wenn ich jetzt ein Problem habe oder erregt bin wegen irgendeiner Situation,
wenn dann jemand zur Seite kommt und sagt, hier, pass auf, das ist doch gar nicht wert, darüber sich zu ärgern. Es gibt einen Plan, es gibt einen Weg, und was will das Herz dazu sagen? Also, dass man in solchen Situationen von seinem bestenfalls Partnern, Gemeinschaftsleuten abgezogen wird aus dem Kopfgedanken hinein, wo will ich eigentlich hin, und auf das Ziel, auf das große Ziel wieder hingewiesen wird. Und dort kann ich mir eine richtig gute Entwicklung vorstellen. Danke, Gerd. Dann kommt die Evelyn. Der Gerd und der Urs, also wir waren jetzt zu dritt in einer Gruppe. Die haben jetzt natürlich schon einiges gesagt und genannt und sind an dem Thema viel konkreter ja schon dran als ich. Also mit richtig Bauvorhaben und eine Gruppe und so weiter. Da bin ich noch nicht. Da fange ich gerade erst an. Ich tippe da so dran. Ich schnüffel noch. Aber gedanklich bin ich schon sehr dort, ja. Aber es ist eben noch nicht so konkret. Und von daher konnte ich zu den Fragen gar nicht so viel beisteuern, aber sie helfen mir natürlich. Solche Fragen helfen mir ja. Und das macht mir wieder bewusst, warum ich hier bin. Und die Frage, die ich halt beantworten konnte, war, welche Aufträge ich an die geistige Welt gebe. Und ich bin sicher, das ist auch eine Folge von dem Auftrag, dass ich hier bin. Weil dieser Auftrag bezieht sich im Moment, ich will einfach so sagen, erstmal auf mich. Noch nicht auf eine Gemeinschaft oder irgendwas, sondern einfach auf mich, dass ich geleitet werde, dass ich sehe, was meine Aufgabe ist. Was sind, also ich habe hier so eine riesen oder schöne Vision, aber die ist so weit weg. Also welche kleinen Babyschritte kann ich dann machen, um dahin zu kommen? Also da, das ist dann der Auftrag sozusagen an die geistige Welt. Und ja, so, das war so zu dem Bereich. Danke. Danke, Evelyn. Dann kommt der Wolfgang. Ja, ich möchte jetzt da einfach was ergänzen, was wir, der Martin und ich, jetzt nicht besprochen haben. Ich habe es vielleicht nur erwähnt, weil ich Martin gegenüber gesagt habe, also wir sind Teil mehrerer Gemeinschaften. Ja? Und ich würde das so sehen wie konzentrische Kreise. Ja? Die gehen einfach nach außen. Und sind weit. Und der größte Kreis jetzt von der geografischen Distanz, würde ich einmal sagen, ist jetzt wirklich deiner, Markus, weil die Teilnehmer doch wenn ich es jetzt richtig überblicke, aus drei Staaten, sprich Schweiz, Deutschland, Österreich, kommen und teilweise immense Kilometer dazwischen liegen. Und uns die Technik es ermöglicht, dass wir uns doch austauschen können. Ne? Und gerade heute, wir sind deswegen etwas zu spät gekommen, weil wir jemanden getroffen haben, und der eine ähnliche Denkweise hat und wo sich da eben auch schon eine Gemeinschaft gebildet hat und wie man da halt auch kommuniziert, insbesondere dann, wenn zum Beispiel das Internet oder das Telefon nicht mehr funktioniert. Ne? Wie man dann das macht. Und da hat sich gerade oder ist gerade auch etwas im Entstehen, wo sozusagen im näheren Umfeld dann die Leute versuchen, sich gegenseitig dann zu unterstützen. Ne? Danke, Wolfgang. Ja, wir müssen das auch so sehen, das stimmt. Wir sind hier auch schon eine kleine Gemeinschaft und tauschen uns aus, wie können wir da vorgehen, was haben wir für Vorstellungen, wie könnte das aussehen, was ist unsere Strategie und so weiter. Darf man nicht unterschätzen, das ist ja nicht umsonst, was wir hier machen. Jetzt gebe ich das Wort der Margret.
Ich habe auch nicht mehr so eine ganz frische Erinnerung. Aber ja doch, wir haben gesagt, es ist eigentlich alles schon da. Das meiste ist schon da. Es geht halt schrittweise. Wenn wir uns da der Führung anvertrauen, mit Zuversicht, dann kriegen wir auch die Unterstützung, die wir brauchen oder die wir uns wünschen. Ja. Danke, Margret. Linda, willst du noch etwas sagen oder nicht? Ja, also ich habe gerade so genickt, weil Margret hat das so schön zusammengefasst. Nur eine kleine Ergänzung. Durch das Gespräch bin ich auch nochmal aufmerksam darauf geworden, dass, ich meine, wir machen das, was wir hier gerade alle vorhaben, ist halt ein Riesenprojekt. Ne? Wir stecken einerseits noch in der alten Welt und sind aber dabei, auf eine ganz neue Welt zuzusteuern. Und ich glaube, da dürfen wir uns einerseits bewusst machen, wie wichtig diese Zukunftsvision ist und da wirklich ins Gefühl gehen und dann die geistige Führung um Unterstützung bitten. Aber dann uns auch bewusst bleiben, dass das, was wir gerade überwinden, sind unsere alten Denk- und Handlungsmuster. Und ich glaube, das sind so die Herausforderungen, aber wenn wir die dann Stück für Stück abgeben, dann wird es vielleicht auch leichter. Oder ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass es dann leichter wird, weil, wie Margret sagt, es ist eigentlich schon alles da. Danke, Linda. Ja, sehe ich auch so. Ich habe die Erfahrung gemacht, man kommt irgendwann an den Punkt, wo das sogar beginnt, Spaß zu machen, diese Entwicklung. Wenn wir uns gegenseitig darin unterstützen können, wenn wir Blockaden auflösen können, Barrieren auf die Seite räumen können, dann kann einfach viel mehr Liebe fließen. Und das ist eigentlich das, was uns dann so glücklich macht. Das erlebe ich immer wieder, auch in meinem Team in der Schweiz und auch hier an den Workshops immer wieder mal, so zwischen den Zeilen. Aber man muss darauf achten, sonst übersieht man das vielleicht. Ja, also ich bin da sehr zuversichtlich und ich freue mich, weil es wird immer mehr. Dieser Bereich wird immer mehr, kommt immer mehr zum Vorschein. Und je weiter wir uns entwickeln, ziehen wir eben über das Resonanzprinzip auch immer wieder Menschen an, die auch daran arbeiten. Und das ist das Schöne, dass es immer besser wird. Und ich bedanke mich bei Mutter Erde für die Kraft und die Energie, die ich bekomme über meine Wurzeln von Mutter Erde. Und ich verbinde mich mit Vater Himmel über einen Lichtstrahl in der Verlängerung meiner Wirbelsäule. Und ich sehe oder spüre, wie Licht und Liebe auf mich runterplätschert, wie ein Wasserfall. Und ich bedanke mich bei Vater Himmel für Licht und Liebe. Gehe mit meiner Aufmerksamkeit in mein Herz, wo beide Energien zusammenkommen, von Himmel und Erde. Mein Herz erfüllen. Die Energie fließt über mein Herz hinaus, in meinen Körper, vor allem dorthin, wo die Energie gebraucht wird. Die Energie fließt über mich hinaus, in meine Umgebung, in die Schweiz, nach Deutschland, nach Österreich, nach Europa und in die ganze Welt. Großer Gott, Quelle der Liebe, ich begrüße dich zu unserer Visualisierung und Imagination an unserem Online
Workshop zum heute Abend. Ich begrüße auch Christus, Christuskraft, Christusgeist. Und ich begrüße auch den Heiligen Geist und bedanke mich für eure Präsenz, für eure Führung und Inspiration und für euren Schutz. Und ich möchte auch unsere Freunde in der geistigen Welt begrüßen, die für Licht und Liebe arbeiten. Ich bedanke mich auch bei euch für die Führung, die Inspiration und den Schutz. Und der Raum ist jetzt frei für wer etwas erzählen möchte, was er sieht oder fühlt, ein Bild, eine Inspiration zu unserer Zukunft, zu unserem Zusammenleben, zu einem Gefühl, wie ist das in der Zukunft, wenn ich mit anderen zusammen in einer spirituellen Community lebe. Und dann machen wir immer eine Pause und lassen das, was wir gehört haben, dann sinken in unser Herz und fühlen uns in das hinein, als ob es schon so ist. Weil das ist dann der Schöpfungsakt, so können wir materialisieren. Dann machen wir 20 Sekunden Pause, um uns da hineinzufühlen, bevor dann der Nächste oder die Nächste kommt mit ihrem Bild oder ihrer Inspiration. Ich habe das Bild gehabt von einer Drehscheibe, auf der wir sind, die sich dreht, auf dem jeder Spaß und Freude hat, in Leichtigkeit ist. Und diese Scheibe aufhört zu drehen und jeder springt an seinem Platz und seinem Ort ab. Da, wo er gerade ist, ist er richtig. Und es beginnt einfach zu wachsen, wie ein Baum, der kraftvoll in die Erde geht, die Wurzeln, die kraftvoll in die Erde gehen, der genährt wird, der wächst, der Halt findet und sich ausdehnt. Und viel Licht da ist. Freude und Liebe. Ich habe so ein Bild in der Zukunft. Wie viele Jahre das ist, weiß ich nicht so genau, aber ich schätze mal so 5 oder 10 Jahren. Ich lebe in einer Gemeinschaft von Herzensmenschen und wir unterstützen uns in unserer Weiterentwicklung. Und es macht unheimlich Spaß. Das Leben macht unheimlich Spaß und Freude. Ich habe so ein Bild, was interessanterweise mal recht konkret ist. Das überrascht mich selbst. Und zwar von Menschen, die Gartenarbeit machen. Und das Interessante daran ist vielleicht, dass es Menschen sind, die eigentlich mit Gartenarbeit gar nicht was am Hut haben, sondern die sind irgendwie inspiriert worden und haben gesagt, ach, ich habe Bock drauf, ich probiere das jetzt auch mal. Und machen einfach mal mit. Und was bei mir so ankam, war eben sowas von, man kann auch alles Mögliche einfach mal ausprobieren, das muss immer gar nicht so festgelegt sein oder irgendwie, dass man nur das macht, was seinen Stärken entspricht, dass das so zugeteilt wird, sondern das kann sich irgendwie auch mal so ergeben und mischen und es darf auch bunt sein und mal anders sein. Und ja, da war auch
sowas, das hatte was von kindlichem Ausprobieren auch. Da war auch ganz viel Spaß dabei. Als du das erzählt hast vom Gärtnern, kam bei mir so das Bild, es ist Sommer, es ist heiß, wir schwitzen von der Arbeit und wir springen jetzt in den Fischteich hinein und nehmen ein kühles Bad. Und Brot backen. Ich habe jetzt nicht nach einem Bild gesucht, aber es war plötzlich da. Also ein bisschen so wie früher, so richtig Brot backen. Ja, muss man jetzt nicht interpretieren, aber mir kam halt so, dass das natürlich Brot ist, sowas, ist so die Basis. Das ist sowas bei den Basics angefangen. Bei mir kam so ein Bild, ich reise gerne, ich mache gerne Besuche, auch bei anderen Gemeinschaften und besuche dann die Gemeinschaft von Thomas in der Toskana und im Winter eine Gemeinschaft in Thailand, wo es schön warm ist und wo es ganz feines thailändische Küche gibt. So, und das sage ich jetzt nur, weil es kam, bevor du das mit dem Reisen gesagt hast, da kam bei mir noch Sprachunterricht für Kinder. Also eigentlich nicht nur für Kinder, aber Sprachunterricht war einfach. Ich habe so irgendwie so eine kleine Runde gesehen mit jemandem, der da instruiert hat. Und darauf sagst du das dann mit dem Reisen. Das fand ich jetzt lustig. Ja, wir dürfen uns auch gegenseitig inspirieren. Ich sehe uns in einem Jahr, wir austauschen all die schönen Produkte, die wir in unserem Garten gezogen haben, sei es in der Form, dass wir diese Produkte gemeinsam genießen können, in welcher Form auch immer, auch in welcher Form auch immer im Art des Austausches. Und dass wir dann gleichzeitig auch den Samen für das übernächste Jahr legen, in dem jeder nicht nur geerntet hat, sondern auch die Samen der angebauten Produkte geerntet hat und diese dann wir verteilen untereinander. Und sozusagen aus der kleinen Gruppe eine große Vielfalt dadurch entsteht, die sich dann auch weiter ausdehnen kann. Mir kam gerade noch so was Schönes, dass das gesegnet ist. Also dass wir gesegnet sind und jeder das, was er sieht, dass das gesegnet ist. Ich kann das nicht erklären, wie das aussah, das Bild. Also, wir sind am Schluss von unserem Workshop heute Abend und ich mache noch eine Schlussrunde. Ihr könnt einfach sagen, wie es für euch war, oder ihr könnt etwas sagen, wie es war, der letzte Teil, die Imagination oder was ihr wollt zum Thema spirituelle Gemeinschaft. Fangen wir mal an beim Wolfgang. Mir ist zum Schluss noch ein Bild gekommen, das wollte ich mit euch teilen, noch ganz kurz. Und das war, dass wir uns gegenseitig besucht haben. Jeder hat in einer größeren oder einer kleineren Form einen Garten. Und dort haben wir uns getroffen
Und so haben wir uns gegenseitig besucht, Erfahrungen ausgetauscht, die Gemeinschaft auch physisch genossen, indem wir also nicht nur über Zoom verbunden sind, sondern uns wirklich auch begegnen in der physischen Welt. Ja, und dadurch auch die Gemeinschaft gestärkt haben. Ich wollte mich recht herzlich bedanken für den Abend heute. Es war wieder sehr inspirierend. Es geht auch einiges weiter. Davon habe ich heute nicht erzählt. Vielleicht ergibt sich ja dann ein andermal die Gelegenheit dazu. Und ja, alles ist im Fluss. Danke. Danke, Wolfgang. Dann die Maike. Ich habe den Abend auch sehr bereichernd empfunden. Ich finde den Austausch einfach ganz wunderbar und auch ganz, ganz wertvoll. Und ich nehme immer so viel mit und ich freue mich, wenn so viele Teilnehmer dabei sind und diese Vernetzung so großartig stattfinden kann. Und ich finde auch, wie Wolfgang schon sagte, dass einfach viel passiert jetzt. Also, dass einfach viele Dinge sich nach und nach zusammenfügen und bilden und was weitergeht und man einfach das Gefühl hat, wow, das ist so toll, was alles so funktioniert und wir machen die nächsten Schritte und wir kommen dahin und wir finden uns und dieses Vertrauen, das ist einfach schön, wenn man das haben kann und auch eben in Verbindung mit seiner geistigen Welt ist. Ja, und ich sage auch danke für heute und freue mich aufs nächste Mal. Danke, Maike. Dann kommt die Margret. Ja, war wieder schön, mit dabei zu sein. Ich spüre ganz viel Verbundenheit und ja, eure Zuversicht, die finde ich schön. Da nehme ich ganz viel von mit. Danke euch allen und dem Markus im Besonderen. Danke, Margret. Dann kommt die Evelyn. Ja, ich sage auch danke. Genau, wie du es schon gerade gesagt hast, Margret, euch allen und eben vor allem dem Markus, dass er das, was mich hier ins Leben ruft und am Laufen hält und genau, hier eben auch ganz viel Energie reingibt. Und ich fühle mich ganz reich beschenkt und gut aufgehoben. Dankeschön. Danke, Evelyn. Dann kommt die Linda. Ja, ich finde es spannend, was allein an so einem Abend passieren kann, also wie viele Eindrücke man sammelt. Und ich freue mich total darüber zu wissen, wo es überall noch Menschen gibt, die auch die Gedanken in ähnliche Richtungen schicken. Und allein das hat schon so eine Kraft und gibt ja noch ein Stück weit mehr Zuversicht. Und ich glaube auch, dass wir uns alle gegenseitig besuchen, ob die Garten aneinander grenzen oder ob wir an verschiedenen Orten wohnen. Aber ich glaube, wir werden alle in Gemeinschaften leben und uns dann eben auch austauschen und ja, vielleicht sogar auch den Weg dahin begleiten. Also das ist einfach schön zu wissen, wer so da ist und wer mit auf dem Weg ist. Das ist toll. Ja, ich freue mich schon auf einen Apfel. Ich wollte schon lange gern einen Apfel vom Gerd essen. Gerd, bist du noch da? Na klar bin ich da. Bis zum Schluss. Ja, von dem Apfel hatte ich sogar vor meinem Auge gehabt. Ich wusste es gar nicht, wie ich es darstellen sollte. Da war ein ziemlich alter Baum mit einem großen, großen rot-goldenen Apfel. Und der Apfel hat so gesagt, da drin ist alles, was ihr braucht. Alles, was ihr braucht, ist da drin. Daraus könnt ihr Neues schöpfen, Neues machen und euch nähren. Und das Thema, was wir hatten heute, das war für mich sehr nährend, die Gemeinschaft sehr beflügelnd. Ich war jetzt, glaube ich, 2-3 Mal nicht dabei. Und es ist wundervoll, trotzdem man gar nicht darüber geredet hat, über diesen anderen Zustände, die uns begleiten, so viel Zuversicht zu bekommen. Also
so eine ganz andere Ebene, auf so einer ganz anderen Ebene unterwegs zu sein, uns zu unterstützen. Vielen, vielen Dank euch. Danke, Gerd. Dann kommt der Urs. Ja, ich habe heute das auch sehr fruchtbar gefunden und mir ist zum Schluss eben noch dieses Bild gekommen von diesen Keimen, die wir gesetzt haben, die aufgehen. Und wenn wir uns eben da langfristig orientieren, da glaube ich, dass da wie ein Baum wachsen kann, der dann noch besteht, wenn wir physisch nicht mehr da sind. Und ich habe, sind mir da zwei Bäume gekommen. Einerseits die Linde, um die man sich versammeln kann, und andererseits die Eiche. Es gibt sicher noch andere Bäume und wir können uns vielleicht einen aussuchen oder mal gespannt sein, welcher Baum sinnbildlich für unsere Gemeinschaft stehen kann. Danke, Urs. Dann kommt der Thomas. Ich habe eigentlich nicht so richtig die Ahnung, warum ich immer so technische Probleme habe im Zoom-Meeting. Ich habe sonst den ganzen Tag nie Probleme, aber immer beim Zoom-Meeting, es war schade, ich konnte viele Sachen gar nicht mithören. Aber trotzdem möchte ich mich bei dir bedanken für deine Möglichkeit, diesen Raum aufzumachen und die Moderation merkt. Ja, das Thema Gemeinschaftsbildung, es ist einfach der nächste Schritt, weil ich habe das Gefühl, ja, das wird irgendwie... Ja, die Technik. Zuerst müssen wir uns aus unseren inneren Gefängnissen befreien. Lernen wir, unsere eigene Realität zu kreieren.